Der Fighter in der blauen Ecke repräsentiert das MMA-Team Podwara Novi Sad. Er ist heute zum 7. Mal im MMA-Cage. Meine Damen und Herren, bitte heißen Sie herzlich willkommen aus Serbien, Nenad Japanić Unović! Sein Gegenüber repräsentiert das Team Ismail. Es ist sein MMA-Debüt. Hier ist der Sohn Hamburgs, Uwe Frei! Uwe Schieder! Ja, da hören wir den Großteil der Halle, der steht hier natürlich hinter dem Lokalmatador Uwe Schieder. Ja, und wir haben es eben auch noch mal gesehen, die von dir angesprochene Körpersprache. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Check ins if you want. And step back to your corner. Ja, Dunović sieht jetzt nicht unbedingt aus, als ob er hier den großen Siegeswillen mitbringt. Aber das haben wir auch schon bei anderen Kämpfern gesehen, die dann am Ende explodiert sind wie eine Granate, sobald der Kampf losging. Also vielleicht sollte man da auch jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Auf der anderen Seite haben wir mit Uwe Schüler natürlich einen, der im MMA zwar unerfahren ist, aber wir haben es im Trailer gehört, seit 17 Jahren Kampfsport treibt und nicht umsonst über 1,5 Millionen Anhänger auf YouTube hat mit seinem Fitnesskanal. Also der ist durchaus Sportler durch und durch. Da sehen wir den ersten spektakulären Kick aber von Dunović, genau, vom Gegner. Na, das wär's doch mal gewesen. Das wäre natürlich ein Ding gewesen, da hätte er hier sicherlich erstmal mucksmäuschen die Stille geherrscht in der Halle. Rechtsauslage von Dunović, das ist natürlich auch recht unbequem. Schöner Sidekick von Uwe. Der das hier bislang richtig macht, sich Zeit lässt. Dass man ein bisschen sich an die Situation gewöhnt, sich seine Distanz auch sucht mit der Führhand. Dunović macht meiner Meinung nach den Fehler, dass er hier nicht sofort attackiert. Ja. Er müsste Uwe eigentlich hier versuchen zu überrumpeln. Ja, zumal er der größere Mann ist, überragt Flying Uwe um 4 cm, hat lange Gliedmaßen, aber dann landet die erste linke. Und Dunović wackelt da, der Sidekick ging daneben. Glück für den Serben. Da war der Flying Uwe dann doch ein bisschen zu übermütig. Die Boxkombination, die war auf jeden Fall gefährlicher für ihn hier. Ja, vorrangiger Treffer. Schöne Linke jetzt von Dunović, der aber offensichtlich unzufrieden damit ist, dass er nicht gleich nachsetzen konnte. Sehr spannende Körpersprache. Oh, hier der Low-Kick tief getroffen. Ja, war aber nicht ganz im Leistenbereich, aber da gibt es auch direkt die Entschuldigung. Entschuldigung angenommen, so gehört sich das. Und da geht es gleich weiter. Wieder dieser Sidekick von Uwe. Das nutzt er gut, um sich den Gegner auf Distanz zu halten. Ist ja eine Waffe, die wir im MMA nicht allzu oft sehen. Schöne Rechte jetzt nochmal durchgesteckt. Oftmals zu langsam. Dunović überrascht auch ein bisschen durch seine langen Kicks. Bewegt sich aber gut zur Seite raus. Darf da auf keinen Fall statisch bleiben. Darf nicht stehen bleiben, weil sonst gibt er eben Uwe die Möglichkeit, hier seine Kicks auszupacken. Ja, genau das tut er auch jedes Mal. Wenn Dunović hier stehen bleibt, feuert er diesen Sidekick ab. Also die Devise für den Serben hier, viel bewegen und die langen Hände durchstecken. Da beschwert er sich über den Hinterkopftreffer. Sollte aber lieber darauf achten, sich hier allzeit zu verteidigen. Ja, die Hinterkopftreffer, die sind natürlich verboten. Allerdings im Stand, wenn man dynamisch unterwegs ist, sich dreht, seinen Winkel bewegt, dann kann das passieren, da kann der Gegner auch nichts für. Ist ja nicht gezielt auf den Hinterkopf geschlagen worden, insofern kein Grund, sich zu beschweren. Schöne Kombination hier von Uwe Schüder, der das bislang sehr gut macht und Dunović jetzt hier zu Boden schickt. Diesmal hat der Sidekick hinterher gesessen. Er schickt auch den Referee zu Boden. Haben wir jetzt gerade nicht gesehen hier, der ist aber ausgerutscht, Uwe Bösen. Marco Bösen. Ich weiß schon die Namen durcheinander hier. Und clever gemacht jetzt von Flying Uwe, denn er ist nicht runter auf den Boden gegangen, sondern hat Dunović nochmal aufstehen lassen.
Und jetzt kommt das Ground and Pound. Ich glaube nicht, dass Dunovic sich hier nochmal erholt. Müsste sich verteidigen. Macht das nicht gut. Marco Brüssen gibt dir jede Chance. Das war's. Schöner Kick auf die Leber. Nachgesetzt mit dem High Kick. Alles richtig gemacht von Flying Uwe. Also hervorragender Einstand im MMA. Willkommen im Cage. Ja, er hat das sehr clever gemacht. Statt sich da in die Garde zu begeben, am Ende vielleicht noch in den Hebel oder einen Würgegriff reinzukommen, hat er ihn wieder hochgefunken und hat ihm da den sprichwörtigen Todesstoß versetzt. Also, ich muss sagen, Flying Uwe, Debüt nach Maß, hat mir gut gefallen, was er da gezeigt hat. Natürlich war der Gegner jetzt noch nicht am oberen Limit, aber das konnte ja im Debüt auch keiner erwarten. Ich freue mich drauf, ihn wieder hier zu sehen bei GMC. Definitiv war auch ein Gegner, der trotzdem hier gekommen ist, um zu gewinnen. Das hat man gesehen. Hat alles in seiner Macht Stehende versucht, aber Uwe Schüler hat das hier auch clever gemacht. Verhältnismäßig abgeklärt, muss ich sagen. Würde gerne nochmal die Aktion sehen. Da wird es eingeblendet. Also hier sehen wir diesen ersten Kick, den Dunovic da probiert hat. Und da sehen wir diesen Sidekick zum Körper. Das war aber noch nicht der, der den Kampf beendet hat. Sondern hier sehen wir den High Kick. Da ist noch ein Kick zum Körper vorweggegangen. Und hier am Ende das Ground and Pound. Und da hat Marco Brüssen genug gesehen. Dunovic hat sich nicht mehr intelligent verteidigt und deswegen korrekter Abbruch. Wir schalten in den Cage zur offiziellen Urteilsverkündung. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, machen wir es offiziell. Sieger nach 3:26 in Runde 1. Winner by TKO aus Hamburg, Uwe Flying Uwe Schüler. Das Debüt ist geglückt und damit der erste Schritt getan für Flying Uwe einer hoffentlich langen und erfolgreichen Karriere hier bei GMC. Er hat das mehrfach gesagt, er möchte hier den MMA-Sport zu seinem neuen Steckenpferd machen. Unterhaltsam war es auf jeden Fall. Hat mir gezeigt, dass er zumindest mal das Potenzial hat, hier mitzuspielen in dem Spiel. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie er sich gegen bessere Gegner schlägt. Aber das hier ist jetzt erstmal sein Moment. Hat er sich verdient, hat hart gearbeitet. Das erste Mal den Fuß in den Cage zu setzen, ist das schwerste Mal. Das hat er jetzt einmal hinter sich. Kann es hier noch ein bisschen feiern lassen. Ja, und auch wenn der Gegner jetzt vielleicht nicht die ganz große Granate war, hat er auf jeden Fall ganz gut mitgehalten zu Beginn. Und was man sagen muss, die Aktionen von Flying Uwe selbst sahen sehr, sehr gut aus. Also das sah nicht so aus, als ob er da noch viel lernen müsste, um auch gegen stärkere Leute mitzuhalten. Das waren flüssige Kombinationen. Das Timing hat gestimmt, die Distanz hat gestimmt, die Übersicht hat gestimmt. Also mir hat das im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen. Ja, und ich bin gespannt. Erfahrung. Er braucht ein bisschen Erfahrung. Er muss noch ein bisschen geschliffen werden. Ein bisschen anspruchsvollere Gegner. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie er aussehen wird, wenn wir ihn das nächste Mal hier bei GMC sehen. Ja, Siegerfoto hat er sich verdient. Mit seinem Coach Ismail Cetinkaya und einem mir namentlich nicht bekannten Bodybuilder. Du musst ja auch nicht alle kennen, die hier sind. Nein. Also, schickes Debüt. Gefällt mir, was er hier gezeigt hat. Uwe Schüler hat bewiesen, dass er auch wirklich nicht nur als PR-Stunt hier ist, sondern der hat das auch ernst genommen. Ja. Sonst hätte das anders ausgesehen, was er hier abgeliefert hat. Und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Da gibt es noch ein Küsschen von der Liebsten. Süßer als jeder Sieg. Bilder auch noch mit den Damen. Dürfen nicht fehlen. Ja, und das Publikum hier in Hamburg freut sich natürlich auch. Ein weiterer Lokalmatador, der jetzt Sieg nach Hause gebracht hat. Hamburg, ja, im Grunde genommen die Kampfsporthauptstadt Deutschlands. Und man sieht das ja auch an einer randvoll ausverkauften Eloptics Arena. Und das bleibt, er liebt einfach seine Fotos. Der Flying Uwe, wir haben natürlich auch einige Leute von der Presse hier. Jeder will noch den perfekten Schuss haben. Ja, für alle Leute, die schon ein bisschen älteres Semester sind und sich mit dieser ganzen YouTube- und Influencer-Geschichte nicht auskennen, dieser junge Mann ist bei jungen Leuten ein absoluter Superstar.